Sport verbindet und wir alle fiebern bei den verschiedensten Sportevents mit den Sportlern mit. Dabei entstehen großartige Geschichten, die aber ja eigentlich nur im Film so toll ihre Kraft verbreiten können. Die 10 tollsten Sportfilme gibt es heute hier bei Top 10. Ich habe mir 10 sehr sehenswerte Sportfilme hier rausgesucht und wie gewohnt Top 10 präsentiert von der Telekom und Entertain TV. Die 10 Filme sind nicht alle fiktional. Ich habe mir nämlich auch einen Dokumentarfilm rausgesucht, beziehungsweise insgesamt 2. Und der erste ist Nowitzki, der perfekte Wurf. Eben die Geschichte über Dirk Nowitzki, wie das eigentlich alles so passiert ist. Und man vergisst immer mal gerne, dass es einer der größten deutschen Sportler der letzten 10, 15 Jahre ist. Und die Doku, die ruft das nochmal zurück ins Gedächtnis und ich finde die sehr charmant geworden. Wir haben nämlich zum einen dieses Provinzielle in Würzburg, weil ich so denke, so, okay, da kann kein Weltstar herkommen. Das ist ja, die gehen jetzt erstmal alle aufs Schützenfest. Also da ist definitiv niemand dabei, der jetzt total professionell werden kann. Und dann sehen wir eben auch die Bilder von der NBA aus den Staaten und gerade mit dem doch schrulligen Trainer Holger Geschwindner, den ich auch selber persönlich letztes Jahr kennenlernen durfte, ist auf jeden Fall ein Highlight und man merkt, okay, das ist eben nicht so die typische Sportgeschichte. Finde ich wirklich sehr sehenswert und wenn man dann auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, dann weiß man auch, dass Kobe Bryants Interview 3-mal angesetzt war zum Drehen. Die deutsche Crew, die war 2-mal in den Staaten und hat immer jeweils abgesagt, als eigentlich alles schon fertig stand. Man merkt also, auch Dokumentarfilme drehen ist sehr ziemlich aufregend. Das Wunder von Bern ist mit Sicherheit jetzt kein perfekter Film, aber macht gerade für uns in Deutschland ziemlich bewusst, warum Fußball hier so eine große Sache unter anderem ist und auch gerade, was das für die Nation bedeutet hat, nach dem Zweiten Weltkrieg 1954 den Weltmeistertitel zu holen. Sönke Wortmann hat daraus einen Film gemacht, der so ein bisschen Nachkriegsdrama ist und eben gleichzeitig Sportlergeschichte. Wie gesagt, da gibt es an einigen Stellen, funktioniert das jetzt nicht total perfekt, aber spätestens, wenn wir im Stadion sind, dann fiebern wir wirklich mit und ich finde, das reicht. Ein Film kann manchmal auch einfach handwerklich nicht perfekt sein, aber dafür so eine gewisse Emotion verbreiten und gleichzeitig eben auch so ein bisschen so ein Gefühl für eine Situation schaffen. Ganz witzig, dass hier der Sohn im Film auch tatsächlich der reale Sohn von Peter Lohmeier ist und daran merkt man eben, okay, diese Vater-Sohn-Beziehung, die ist sehr authentisch. Ja, das liegt daran, dass sie wirklich Vater und Sohn sind. Es gibt wohl kein Genre in der Filmwelt, was so oft auf wahren Begebenheiten beruht wie das Sportgenre. Liegt einfach daran, dass es da tolle Geschichten gibt, die man super erzählen kann. So auch bei Moneyball. Brad Pitt in der Hauptrolle und Jonah Hill eben als Nebenrolle. Das war übrigens auch ganz verrückt, als der Film in die Kinos kam und alle in der Filmwelt nur dachten so, huch, Jonah Hill ist wirklich ein ernstzunehmender Schauspieler. Krass, der kann nicht nur irgendwie rumblödeln, sondern richtig stark spielen. Und der Film erzählt ja die Geschichte von einem eigentlich ziemlich schlechten Baseball-Team. Aber als dann die Figur von Brad Pitt feststellt, hey, irgendwie geht gar keiner so nach den Statistiken und die das alles so aufwälzen und daraufhin so ihren Spielverlauf abändern, wird die Mannschaft plötzlich erfolgreicher. So simpel ist die Geschichte natürlich nicht. Also habe jetzt euch nicht alles erzählt, dafür müsst ihr euch den Film selbstverständlich selbst anschauen. Was ich aber immer ganz verrückt finde, ist, dass solche Filme in Deutschland nie ein großes Publikum erzielen. So, wisst ihr das, warum das so ist? Also könnt ihr euch das irgendwie erklären? Würde mich freuen, schreibt das mal in die Kommentare. So, warum schauen wir in Deutschland so ungerne diese großen Sportfilme im Kino? Wenn ein Rennfahrer eine ganze Nation in Begeisterung stürzt und irgendwie alle auf der Super-Hype-Welle schwimmen, dann muss es nicht Deutschland und Michael Schumacher sein, sondern es könnte ja auch die Geschichte von Ayrton Senna sein. Und hier habe ich meinen nächsten Dokumentarfilm, nämlich Senna. Er ist gemacht von, ich muss nachlesen, Asif Kapadia, kann ich mir irgendwie nicht merken, der hat auch Amy Winehouse porträtiert, letztes Jahr im Dokumentarfilm Amy, aber er schafft es eben hier auch gleichzeitig so die sportlichen Erfolge aufzuzeigen und das Ganze sehr, sehr charmant zu präsentieren und gleichzeitig aber auch die sehr, sehr schillernde Figur von Ayrton Senna irgendwie zu zeigen und zu skizzieren. Das ist unglaublich interessant und gerade bei solchen Dokumentarfilmen, wenn es um so berühmte Persönlichkeiten geht, finde ich es immer unfassbar spannend, manchmal spannender als sich was auszudenken und ein fiktionales Werk auf der Leinwand zu sehen. Also jeder, der sich für Rennsport interessiert und auch für die Figur von Ayrton Senna, sollte sich diesen Film unbedingt und zwar sofort anschauen.
Es ist schon faszinierend, wie viele Box- und Kampffilme es in der Filmgeschichte so ganz nach oben geschafft haben. Ich habe auch einige dabei, obwohl ich jetzt selber gar nicht so ein Boxnarr bin. Aber The Fighter ist ein wirklich starker Film. Mark Wahlberg in der Hauptrolle, Christian Bale und Melissa Leo in Nebenrollen, beide Oscar-prämiert, völlig zu Recht, denn das ist unglaublich packend, wie die das darstellen. Ist eben nicht nur eine Sportlergeschichte, die auch auf wahren Begebenheiten beruht, sondern gleichzeitig auch so, so ein Porträt von diesem White-Trash-Unterschichten-Thema, was in Amerika ja durchaus immer noch sehr, sehr präsent ist. Und gerade Christian Bale bereitet sich ja sehr akribisch auf Rollen vor. Hier auch Dickie Eklund hat er mehrmals getroffen, um überhaupt mal zu checken, so wie denkt der eigentlich, wie tickt der? Und auch mal wieder ziemlich viel abgenommen dafür, denn er spielt hier halt einen Cracksüchtigen. Und die sind halt meistens jetzt nicht mehr so ganz gut bei Futter. Das merkt man bei dem Film auch wirklich an, dass da nicht viel Gesundes im Raum ist. Also wirklich sehr, sehr packend, sehr, sehr stark. Und eben auch so eine andere Perspektive auf einen Boxfilm. Wer so die 90er Jahre im Filmgeschäft verstehen möchte, braucht streng genommen fast nur diesen Film schauen. Jerry Maguire. Nicht, weil es der beste Film ist, sondern weil er extrem viele verschiedene Faktoren so zusammenbringt. Wir haben einmal so Star Power, dann gleichzeitig auch so eine locker leichte Geschichte, die erzählt wird und auch so ein Genre-Mix. Wir haben nämlich einmal hier so ein Sportdrama, beziehungsweise ein Sportagentendrama, gleichzeitig Tragikomödie und Romanze. René Zellweger wurde damit über Nacht zum Star und Cuba Gooding Jr. hat hier einen Oscar für bekommen. Danach ging seine Karriere tatsächlich eher bergab als nochmal irgendwie rauf, aber tolle Geschichte und allgemein auch ein total charmanter Film. Und das Filmzitat "You had me at hello" ist wohl so das berühmteste, was René Zellweger jemals in ihrer Karriere gesagt hat und von sich geben durfte. Die übrigens noch am Tag des Castings bzw. der Zusage, dass sie bei dem Film mitspielen darf, kein Geld mehr auf ihrem Konto hatte und auch am Geldautomaten kein Geld mehr holen konnte. Also sie war komplett pleite. Das ist ja dann nochmal gut gegangen mit ihr. Dieser Film hat Mickey Rourke nicht nur eine Karriere zurückgebracht, sondern enthält auch als sehr balladenartiger Film unglaublich viel aus seinem eigenen Leben. Jetzt nicht exakt, aber eben Fragmente und Segmente. Nämlich in The Wrestler geht es ja eher um den Absturz eines ehemals sehr, sehr erfolgreichen Wrestlers, Künstlers, wie man es auch nennen möchte. Denn es ist natürlich Sport, gleichzeitig Show, auch das bekommen wir sehr, sehr toll gezeigt. Aber eben neben dieser glorreichen Seite macht man sich eben auch ziemlich kaputt. Und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und der zeigt eben extrem viel davon. Also wenn ihr wirklich zu gute Laune habt und sagt, so, ihr könnt jetzt einen Downer vertragen, dann schaut euch den Film an, weil er ist wirklich toll, aber gleichzeitig echt extrem traurig. Ich habe ja schon gesagt, hat sowas Balladenartiges. Also wirklich faszinierend und ging mir sehr unter die Haut. Was auch unter die Haut ging, ist die Rasierklinge von Mickey Rourke. Sieht man ja auch im Film, ne? Wenn er sich so durch den Vorderkopf schneidet. Das machen ja die Wrestler, wird ja auch alles da erklärt, weswegen und wieso. Und das wollte er aber, dass es so eine echte Rasierklinge, seine echte Haut ist, ein echter Kopf, damit das alles besonders authentisch wirkt. Und dafür ist der Regisseur Darren Aronofsky hier nun mal auch bekannt für sehr authentische Bilder und vor allen Dingen, dass er an seinen Figuren extrem nah dran ist. Der nächste Film ist auch ein Boxfilm und ihr merkt ja, da gibt es einige, aber dieser Film und noch ein anderer, der vielleicht später kommt, gehören zu den oder zählen zu den allerbesten Boxfilmen in der Filmwelt. Martin Scorsese hat A Raging Bull, wie ein wilder Stier, inszeniert. Das ist so die Lebensgeschichte und Biografie von Boxer Jake LaMotta und Robert De Niro spielt hier die Hauptrolle und man merkt direkt wieder, okay, das ist dreckig, meist auch in Schwarz-Weiß gedreht und skizziert dieses komplette Milieu, auch sehr, sehr spannend, also glorifiziert diesen Sport nicht und zeigt auch deutlich, dass gerade bei dieser Figur, bei diesem Protagonisten, man so das alltägliche Leben und das Kämpfen im Ring nicht trennen konnte, dass das so alles ineinander übergegangen ist. Und auch Jake LaMotta hat nach der Premiere gesagt, so krass, ich habe gerade das erste Mal überhaupt realisiert, was ich eigentlich für ein krasser und eigentlich für ein schlechter Mensch war, ob das wirklich so schlimm gewesen sei. Und Vicky LaMotta entgegnete da nur, nee, es war tatsächlich noch viel, viel schlimmer. Also ein heftiger Typ, heftiger Film und selbstverständlich hier dabei. Für mich war noch irgendwie ein komisches Gefühl, aber ich finde, Rush wird nach wie vor total unterschätzt. Ist ja die Geschichte von James Hunt und Niki Lauda aus den 70er Jahren. Ron Howard hat hier Regie geführt und hat das handwerklich extrem gut gemacht. Also es sieht alles sehr stark nach 70ern aus. Tolle Kamerafahrten, wahnsinnig gut geschnitten, atmosphärisch dicht und auch so von der ganzen Inszenierung einfach ultra spannend. Die Zeit verfliegt wirklich im Fluge. Und dann haben wir auch noch Darsteller mit Chris Hemsworth als James Hunt und Daniel Brühl überragend als Niki Lauda, der aus meiner Sicht ja völlig skandalöserweise zum Beispiel bei den Golden Globes als bester Nebendarsteller nominiert war. So, hä?
klare Hauptrolle. Hallo, Niki Lauda. Aber für mich wirklich total faszinierend und diese ganze Rennsportnummer wird hier fantastisch eingefangen. Witzigerweise durften die aber gar nicht mit einem Formel-1-Wagen fahren. Das heißt, die Wagen, die wir im Film sehen, sind eigentlich aus der Formel 3 mit einer entsprechenden Formel-1-Karosserie. Ja, sowas erfahrt ihr immer nur hier bei Top 10. Schon verrückt ist, wenn man an die Rocky-Filme denkt, dann denken viele so an diese krassen Box-Mainstream-Action-Streifen. Dabei ist der erste Film total ein kleines Meisterwerk, so eine intensive Charakterstudie geworden, war für 10 Oscars nominiert, hat als erster Film in diesem Genre Sportfilm überhaupt den Oscar gewinnen können als bester Film und ist insgesamt ein ziemlich intensives Erlebnis. Der Sylvester Stallone spielt es wirklich wie ein junger Gott. Kaum vorstellbar, dass er dann in anderen Filmen einfach nur rumballert und gar nichts macht, während er hier wirklich eine wahnsinnige Performance an den Tag legt und ja, insgesamt sehr intensiv, sehr, sehr spannend und sehr, sehr aufwühlend. Also kann ich wirklich nur sagen, schaut euch den an, wenn ihr den nicht sowieso schon einmal gesehen habt. Jetzt ist noch die Frage, welche Sportfilme gibt es denn in eurem Kopf noch, die ihr sagt so, ey Dominik, die wären jetzt auch noch was für eine Folge Top 10 gewesen. Du hast dir diese 10 ausgesucht. Was sind eure 10? Würde mich freuen. Ansonsten könnt ihr die Filme natürlich auch auf Entertain TV euch anschauen oder allgemein auch, wenn ihr euch für Sport interessiert. Dort gibt es ja auch definitiv Sport zu bestaunen. Gleichzeitig habe ich hier noch andere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Einmal die Top 10, die krassesten und besten Anfangssequenzen von der Filmgeschichte ever und gleichzeitig die Couchflicks zu Broadchurch. Kleiner Geheimtipp, da unbedingt draufklicken und dann sehen wir uns doch hoffentlich hier bald wieder in der Filmlounge. Macht es gut und adieu.